Hallo und herzlich willkommen zu einer eigentlich für mich schon fast, ich glaube, die beste Sendung, die wir jemals machen werden. Ja, die wird unübertroffen sein. Wir haben gerade auf der Suche einfach nach einem Spiel, was wir vielleicht machen könnten, gedacht, komm, gucken wir mal einfach in den Wii U Shop, vielleicht finden wir einen lustigen Virtual Console Titel oder sowas. Und tatsächlich haben wir etwas gefunden, das sich dann nennt der Schwebebahn-Simulator. Ja. 2000, heißt der 2014 sogar oder nee, sowas? Nee, es steht nur Schwebebahn-Simulator. Alles klar. Wir vermuten, es ist ein deutsches Produkt von deutschen Entwicklern, denn so wie wir das verstanden haben, geht es dort um die Schwebebahn in Wuppertal. Quasi das achte Weltwunder. Aber wir starten jetzt das Spiel, ihr seid mit uns dabei und werdet mit uns miterleben, was es mit diesem Schwebebahn-Simulator auf sich hat. Wir sind angespannt. Ich kann es echt kaum erwarten. Ja. Okay, das sieht schon mal... Ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Oh. Halt sehr, sehr clean. Ja. Also wir haben uns davor kurz schon darüber unterhalten, also generell scheinen ja all diese Simulatoren immer deutschen Ursprungs zu sein. Ne? Mhm. Ob es jetzt der Landwirtschaftssimulator ist oder der Feuerwehrsimulator, den es ja offensichtlich auch gibt. Oder setzt irgendwas ein, Simulator, ich piep was rein, keine Ahnung, es scheint immer so zu sein. Jetzt geht es erstmal los mit dem Sprachmenü. Aber guck mal, dass sie sogar extra zeigen, dass es amerikanisch und britisches Englisch sein kann. Wunderbar, wir entscheiden uns natürlich für Deutsch. Ja. Machen wir es einfach mal. Komm, wir sind in Wuppertal, da möchten wir das ja auch... Auf jeden Fall haben sie, das Spiel wird anscheinend auf CD vertrieben, denn sie haben das CD-Cover nochmal in den Ladebildschirm gepackt. Das kann man mal machen. Finde ich ganz gut. Ja. Der Balken füllt sich auch nicht. Herzlich willkommen beim Schwebebahn-Simulator. Du befindest dich zurzeit im Büro. Um eine Fahrt zu beginnen, geh bitte aus dem Büro und dann links herum zur Tür. Für Start. Also ich habe jetzt nichts gedrückt, das ist von selbst weggegangen und war auch sehr klein. Also ich finde, auf dem kleinen Fernseher, auf dem Bett konnte ich nichts erkennen. War das schon schwierig? Genau, man kann schon mal sagen, auf dem Pad ist genau das gleiche Bild zu sehen. Ja. Und ich glaube, okay, du kannst da... Ich klicke mal rum, also ich klicke jetzt... Schwebebahn Wuppertal, Rang 9. Da sind die Credits auf jeden Fall. Ungelogen, ich kann jetzt nicht ranzoomen, also das ist... aber geh noch mal drauf kurz. Wir können ja mal gucken, ja doch, das ist deutsch. Thorsten Vogt, Lars Vogt. Ein Brüderpaar hat das Spiel produziert. Thorsten Vogt ist auch auf die Idee gekommen. Also hier Shoutouts, ne, Thorsten Vogt. Es gibt Stimmen, Christoph Walter und Fahrgeräusche, SFX Fahrgeräusche. Vor allem sprechbereit. Und Lars Vogt war auch Qualitätsbeauftragter. Okay, das kann dann ja nur was Gutes werden. Sind wir wohl die Einzigen, die das Spiel gekauft haben? Also ich stelle die Frage mal in den Raum. Ich werfe jetzt auf jeden Fall mal die Vermutung in den Raum, dass wir die Ersten sind, die darüber ein Let's Play machen. Okay, du kannst dir jetzt anscheinend irgendwelche Fahrausweise aussuchen. Aber Philipp, ich muss mal kurz auf ein bisschen Meta jetzt. Das ist ja eigentlich kein Let's Play, sondern es ist ja unsere Rubrik ohne Namen im Prinzip, das angespielt. Ja, aber es ist ja trotzdem... Ja, okay, wir machen... Wir sind ja in einem Let's Play-Format. Okay, das streichen wir. So. Also, ich habe jetzt hier die Schublade aufgemacht, da finden wir jetzt... Ich denke mal, das sind Spielstände. Spielstände, ja. Ja, ich kann aber nur auf OK drücken. Ja, ich will... Ja, du musst ja auch nach links gehen, vielleicht. Ja. Oh, du kannst die Kaffeekanne aufmachen. Wow! Das ist mal ein Gimmick. Das ist interaktivität. Kannst du die Lampe auch anmachen? Warte, ich habe versucht, die Palme zu drücken. Die Palme zu schütteln, das geht nicht. Die Lampe kann ich nicht anmachen. Und auch nicht den Becher. Nee. Jetzt, Kaffeekanne reicht. Ich kann mit dem linken, ich habe jetzt nur das Pad. Ja, das wollte ich gerade sagen. Mit dem linken Analogstick kann ich mich also hier links raus bewegen, aber erst gucke ich nochmal auf den. Oh, den Kalender. Montag, ist mal wieder Montag, 16 Uhr. Ja, das ist der einzige Papierkalender mit Uhrzeit, den ich je gesehen habe. Ohne Datum. Jede Minute könnt ihr abreißen. Dafür, also ihr wisst immer, welcher Tag und wie spät es ist, aber leider wisst ihr nicht, welches Jahr und welches Datum gerade ist. Für alle Zeitreisenden und Amnesiepatienten ein ganz, ganz unglückliches Produkt. Kannst du denn auch hiermit dich umdrehen? Ah ja, tatsächlich. Ja, also ich kann tatsächlich mit dem linken Pad bewege ich mich, mit dem rechten Analogstick kann ich mich umdrehen. Mhm. Ah, das Büro bietet noch viel mehr. Oh, guck mal, da ist der Kalender. Okay.
Das ist ja auch. Aber welcher Tag denn jetzt? Also es ist kein Tag. Der erste. Es ist keiner angestrichen, das stehen ja auch keine Zahlen. Ja, ich denke mal, da es mit Montag anfängt. Aber, ich habe jetzt die Puzzleteile zusammengefügt. Ich denke mal, es ist Juni, Montag, wissen wir schon mal. Der wievielte ist es, wissen wir immer noch nicht. Ja, aber es ist Juni und Montag. 16 Uhr, so viel wissen wir schon. Meine Frage ist, warum ist dieser Stromkasten offen und hat auch, kann man da, sind das Laufwerkstütze? Weiß ich nicht, vielleicht kann man da später seine Fahrkarten drin abstempeln. Mal sehen. Kannst das sind noch weitere Schubladen. Kann man nicht öffnen, nein. Oh, und die Palme? Nein. Garantiert ein Gummibaum. Guck also dir mal die Blätter an. Ich bin verwirrt, ne? Wann kann ich jetzt... Ich muss gleich... Es stand da doch, du musst raus aus der Tür und dann links rum. Ja, ja, aber ich muss meinen Stick benutzen und das hier machen. Das ist ja unglaublich kompliziert. Vielleicht kannst du auch näher dran gehen und A drücken. Ja, das ne? probiere ich jetzt mal. Nee. Ne? Nee. Das sind super... Vor allen Dingen, das ist auch komisch, dass du jetzt die ganze Zeit auf das Pad guckst, wenn ich auf den riesigen Bildschirm gucke. Ja, ich kann ja auch auf dem Bildschirm gucken, aber... Es ist, übrigens, hört mal zu, mit den SFX, also mit den Soundeffekten hatten sie recht, es gibt nur Fahrgeräusche, denn wir hören gar nichts. Stimmt, es gibt nicht mal irgendwie... Es gibt kein Ämchen-Sound, nix. Also nicht mal Musik. Was ist das denn? Wirklich, mach mal lauter. Ich will. Warte, ich zieh mal voll auf unserem... Nee, es gibt ja, keine. Ja, nee, aber lauf mal, vielleicht hat man ja wenigstens Schritte. Okay, wir sind mal ganz ruhig. Ne, du bist anscheinend ein Geist. Du bist der Geisterschaffner. Ja. Ah, nee, der Geistergast, du bist ja nicht mal Schaffner. Ich bin ein Schwein, denn ich kann nicht nach oben gucken. Und nicht nach unten. Vielleicht bist du das auch ist nur, mein Trog. Vielleicht bist du auch nur. Was? Welche Tiere haben, können nochmal im Regen ertrinken, weil die immer nach oben gucken? Ich denke jetzt gerade an Gänse, aber ich bin mir nicht sicher. Das ist ja witzig. Schreibt mir mal in die Comments bitte, welche Tiere das sind, die. Weil die. Aus irgendeinem Grund die ganze Zeit nach oben gucken, wenn es regnet, ertrinken können. Ich meine, da gibt es irgendwelche Tiere. Mhm. Wahrscheinlich schon. Ich bin jetzt gegen eine Tür gerannt und da ist jetzt einfach rausgegangen. Ja, ich meine, das wäre jetzt, ich glaube, jetzt fahren wir los. Ich hoffe nicht, ich wollte doch erst nochmal weiter erforschen. Außerdem sind wir doch der Manager. Nee, ich glaube, wir sind nur ein Gast, oder nicht? Ein Fahrgast. Also warum wären wir denn im Büro? Nee, stimmt. Mhm. Ich hoffe, das hat sich nicht auf... Achso, jetzt reicht das mit dem Ladebalken. Das Weiße muss weg. Ja. Ich denke, die ganze Zeit läuft noch was drin. Ja, okay. Mein Gott, ich bin so aufgeregt. Also, Das wird jetzt unsere allererste Fahrt. Den Link zum Soundtrack findet ihr in den Comments. Nein, in der Description. Philipp hat sich mal in die Mühe gemacht und das Ganze eingespielt. Und ja, hören wir jetzt mal kurz rein. Wie du jetzt hörst... Danke. ...habe ich das Arrangement... Mit dem Londoner Sinfonieorchester eingespielt. Krass, ey. Keiner ist so leise wie sie. Mal eine generelle Frage. Früher gab es ja das Nintendo Quality, Seal of Quality. Mhm. Das gibt es jetzt wohl nicht mehr. Okay, warte. L-Taste, linker Stick. Guck mal da oben, ZR-Taste. Man weiß nicht, was damit los ist. Aber was ich mich frage... Ich glaube, die CSR-Taste ist, damit kannst du ins Mikro sprechen oder sowas. Ah, ja, aber... Nein! Ich habe nichts gemacht. Scheiße. Hoch. Ich kann nicht mehr. Drück ZR. Ich habe den Knopf gedrückt. Drück ZR. Hä? Ach, ZR ist die Außenansicht. Okay. Oder nochmal probieren? Nee, ZL ist die Außenansicht. Ja, drück mal ZR. Passiert nichts. Auch nicht gedrückt lassen? Doch, da sagst du was, ist er? Ich glaube mit L und R war irgendwas. Mit normal L und R. Nee, mit ZR gebe ich. Kann ich hoch. Ja, sag ich doch, das ist halt. Das ist das Mikro gewesen. Drück mal normal L und R. Ich glaube, da stand irgendwas in dem. Normal L und R. Eins von beiden nur. Ja, das drücke ich. Es passiert nichts. Ich habe doch hier den Schalter gerade gedrückt. Jetzt habe ich es angemacht. Okay, ich dachte gerade, es bewegt sich. Ich drück die einfach mal alle an. Du hast auf jeden Fall Licht angemacht. Was ist das denn? Das ist ja der Oberhammer. Du kommst mir gerade vor, wie ein Typ im Auto, der keine Ahnung hat, was er machen muss. Ah, jetzt habe ich den Motor. Ist das der Motor? Ich warte die ganze Zeit, dass es losfährt, deswegen habe ich die ganze Zeit so dieses Motion-Gefühl. Hier ist noch, warte, hier ist noch so ein Hebel. Ich komme mir vor wie in der Schwebebahn. Da links ist der Powerhebel, oder? Ja, mach den mal, ja. Bremsen, ja, da steht Bremsen und Fahren. Ah. Nochmal, ja, nein!
Du musst mir nach vorne drücken. Ohne Scheiß, Leute. Kann ich mehr. Man muss halt mit dem Stick auf diesen. Das ist so clumsy, weil ich habe den Stick ja auch in der rechten Hand. Erst wenn ich mit dem Stick da drücke. Jetzt nach vorne! Ja, ich gehe da nach vorne. Mit aller Kraft, Jan! Muss ich an den Weg. Wem sagt er das denn? Ist das da ein Schalter? Den kann ich auch nicht drücken. Vielleicht. Also, ich geh nochmal. Jetzt hast du da gerade von alleine was gemacht. Ah, das mache ich mit dem linken Stick. Ah, ja, dann mach das doch weiter. Vor allen Dingen, es ist ja immer geil, auf HD-Konsolen zu spielen, wenn man nicht mal wirklich lesen kann, was auf den Schaltern steht. Oh mein Gott. Ich würde ja mal. Warte mal. Liebe Fahrgäste. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Gefährt bedient. Liebe Passagiere, Sie befinden sich gerade in einer der am weitest entwickelten Maschinen der Welt. Leider weiß ich nicht, wie man sie fährt. Leute, es tut mir so leid. Kannst du noch mal irgendwie Start drücken und raus oder sowas? Ja, ich würde. ja, auf jeden Fall. Geh zurück zur Werkstatt, doch. Geh mal bitte zurück zur Werkstatt und wir gehen wieder rein und dann wird das Tutorial wahrscheinlich nochmal kommen. Nein. Dann gucken wir uns genau an. Warte, ich glaube, ich war gerade nah dran. Und zwar muss ich gleichzeitig den Hebel drücken. Das ist auf jeden Fall fahren. Nein, ich muss den Hebel drücken. Und gerade hatte ich das Gefühl, kam schon so eine Art von. Warst du das? Das ist die Hupe. Vielleicht musst du. Das sind die Scheibenwischer. Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Wofür ist der rote Knopf? Den kann ich nicht drücken. Ich drücke auf diesen roten Knopf. Den hast du vorhin einmal angemacht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also der rote Hebel meinst du jetzt, oder was? Nee, den. Ah, du hast den Hebel bewegt. Hast du kein Personal da, was du holen kannst? Ach so, ich kann die beiden. Sabine! Hier... Sabine! Oh Gott! Ja! Ja! Es geht los! Ich bin so aufgeregt! Okay, man musste beide Hebel gleichzeitig nach vorne drücken, das war's. Oh boah, so haben sich die Leute auf der Titanic gefühlt, glaube ich, als die endlich losgefahren ist. Warte, ich spring mal raus. Oh. Man sieht mich nicht. Nee, ich sag doch auch, du bist ein Geist, Jan. Du bist der Geisterschein. Zu unserer Linken sehen wir das berühmte Wohnviertel Wuppertals. Grau. Wuppertal Grau ist zur linken Seite. Die wichtigste Wuppertal Frage, Braun. Also die wichtigste Fragensimulation ist für mich immer wirklich, da entsteht auch ein gewisser Reiz draus, kann man was kaputt machen? Kann hier wirklich was geschehen? Da gib mal richtig Stoff in die nächste Kurve. Was passiert, wenn ich jetzt hier während der Fahrt den Schalter drücke? Hup mal bitte. Oh, wir kippen ein bisschen, oder? Ja, ich glaube schon, aber das war nur. Zur aerodynamischen Verstärkung. Ist das eine Haltestelle? Also ich. Oh, ja. Da will wir einsteigen. Steigen die wirklich ein? Oh, warte mal. Die kaufen sich erstmal Tickets. Bruch! Das ist die nächste Haltestelle! Bruch! Hammerstein! Ja! Hammerstein. Der macht die Haltestelle! Ich hab gehört, hoch verstanden! Die Leute. Hammerstein! Sehr schön! Die warten bestimmt. Kannst du die Türen aufmachen mit irgendeinem Hebel? Ja, das ist eine gute Idee. Warte, ich bleib erstmal hier stehen. Oh nein! So, jetzt versuch mal irgendwie die Türen aufzumachen. Mit irgendwie. Alle Tasten? Ja, da hat's grad kurz. Mit Y. Yes! Komm, die steigen ein. Das ist gleichzeitig auch der Hotkey für. Hugo. Ja, die Leute kommen rein. Jan, du bist der beste Schwebebahn-Lokomotivführer der Welt. Dankeschön. So, ich denk mal, das sind wohl alle gewesen. Ne? Ich schließe die Türen. Warte, ich krieg die Tür nicht. Warum steht da einer vorne bei mir drin? Jetzt gehen die zu. Okay.
Oh, man kann auch reinskippen. Boah. Nicht schlecht, die stehen auch alle in den Stühlen. Ah, oh, jetzt sitzt oh. Alles klar. Bitte, das ist so realistisch. Jetzt geht's weiter. Und jetzt muss die Durchsage kommen, Philipp, du darfst den Knopf drücken. Ja. Hammerstein. Das war bestimmt einer der Vogts, der es eingesprochen hat, wahrscheinlich. Oder von Sprechbereit. Nee, ja, das war der Typ, der unter diesem Sprechbereit stand wahrscheinlich. Ja. Dieses blaue Haus haben wir jetzt schon zum dritten Mal gesehen. Zum vierten Mal, da kommt es nochmal. Ich bin mir fast langsam sicher, dass das nicht wirklich Wuppertal ist. Also, ich kann übrigens den Anlasser auch per Knopf bedienen mit der Y-Taste. Jetzt mach mal bitte die Scheibenwische aus, das macht mich ganz kirre. Was drück ich, was macht die A-Taste? Weiß ich nicht. Irgendwas mache ich damit, an, aus. Ja, ich mach sie mal eben aus. Boah, da war eine andere. Oh mein Gott, das war der falsche Knopf. Sind das die Lichter? Irgendwo hast du vorhin auf jeden Fall auch mal Lichter. Kann ich mir in der Fahrt einfach mal... Ja, da sind Lichter aus jetzt. Ja. Ich mach einfach mal was das aus. Das ist die romantische Nachtfahrt jetzt bald. Ja, ich finde aber die Bäume rechts... Vor allen Dingen das Stück Gras gerade einfach mitten auf der Straße. Ja. Sah auch sehr gut aus. Großartig. Also die haben auf jeden Fall auch... Also das ganze Spiel hat keinen generischen Charakter. Da ist hinter jedem Haus steckt eine Geschichte. Ich glaube, das ja. Das nicht einfach nur in Google Scribble... Nein, pass auf! Oh! Oh! Nein! Das ist rot! Oh, und oh, guck mal, das Spiel hatte Probleme aufzubereiten. Also die Texturen nachzuladen. Ja, weil die dachten, dass du anhältst erstmal. So, wie kann ich... Ich glaube ja, was ich sagen wollte... Rückwärts kannst du, glaube ich, nicht. Aber vielleicht kannst du die Türen aufmachen einfach. Ich glaube, da können immer noch Leute rein, oder? Ich glaube, du bist noch ein bisschen dran. Wir schauen mal, ob ich noch dran bin. Oh ja, es könnte ja reichen. Mach mal die Türen auf. Und dann, was ich gerade sagen wollte... Es tut mir leid, die Türen gehen nicht auf. Oh, ich glaube dann, weil du nicht an der Haltestelle bist. Ja, der Zug ist abgefahren. Okay, weiter geht's. Nächste Haltestelle. Sonnenborner Straße. Was ich gerade sagen wollte. Ich glaube ja, dass dieses Spiel à la Diablo die Strecke randommäßig generiert. Das glaube ich nicht. Rechts sehen wir übrigens die wunderschöne Wuppertaler Sumpflandschaft. Ich finde aber, also ganz im Ernst, wenn ich mir Wuppertal, ich war auch schon mal Wuppertal, aber wenn ich es mir vorstelle in Gedanken, sieht es auch, sie haben den Geist eingefangen, oder? Die Atmosphäre? Ja, wenn ich an Wuppertal denke, stelle ich mir das auch genau so ja vor. Also ich übrigens, war noch nie da. Übrigens ein ähnliches, also es erinnert mich ein bisschen an Skytrain. Das ist der Unterschied zwischen Skytrain und Schwebebahn, ist ja, dass beim Skytrain der Zug auf der Dings sitzt und bei der Schwebebahn hängt der Monorail, drunter. Ne? Genau. Ja? Das war zu früh. Ja, gerade hat der einen Bremsweg gehabt von mehreren tausend Kilometern. Ja, aber da bist du auch schneller gefahren. Ja, okay. Guck mal, der raust einfach durch. Was ist ein Arschloch. Das ist kein richtiger... Das ist kein Schwebebahnschwein. Also der macht uns nämlich den Ruf kaputt, muss man sagen. Weißt du, Schwebebahnführer haben schon mit vielen Vorurteilen zu arbeiten, zu kämpfen. Ja, und dann vor kommt allen so ein Rauli daher. Das schlimmste Vorurteil ist ja, dass alle denken, dass man ein Geist ist. Ja, das ist sowieso ein großes Problem. Ich bin so routiniert mittlerweile, die Türen gehen nie von guck mal, jetzt steigen welche aus. Ich hoffe, dass die Leute, die in Warstein aussteigen wollten, jetzt nicht zu enttäuscht sind. Das ist so ein Michael Jackson. Das Kind ist einfach nur ein kleiner Mensch. Alter Schwede. Guck mal, die läuft nicht mehr. Das gleiche Kind. Hallo, deine Zwillingsschwester ist vorne eingestiegen. Die haben es zerstritten. Das ist so, ich finde, das hat so ganz im Ernst, weißt du, guck dir mal das Gesicht an. Die haben sich bei Half-Life orientiert. Das ist passives Storytelling. Ja. Weißt du, man muss schon aufmerksam sein, die Story nachzuvollziehen. Auf vielleicht jeden Fall. Sind diese Zwillinge ja... Cool. Erst warten, bis alle sitzen. Ja, aber ich versuche die Türen schon zu schließen, aber... Ah. Haha, doch nicht. Oh. Na? Das ist so dein Ding. Du bist der Schaffner, der witzig ist. Der witzige Schaffner. Liebe Fahrgäste, nächste Runde rückwärts. Und die nächste Haltestelle ist... Zum Stadion. Ich glaube, Zoo-Stadion. Ah, okay. Rechts sehen wir auch Lagerhallen. Wir sind jetzt also anscheinend im Industriegebiet. Wobei Wuppertal doch eigentlich nur Industriegebiet ist, oder? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich lerne gerade alles über Wuppertal aus diesem Spiel. Ich war noch nie da, deswegen. Hätten so ähnlich wie bei Watch Dogs zum Beispiel machen können, dass wenn man an bestimmten Orten der Stadt ist, dass man dann Infos erhält über die... Oder wie bei L.A. Noire, dass man Infos erhält über die dortigen... es geht über den Fluss. Boah. Das Wasser... Perfekt. Also, nein, also ganz im Ernst, um ein bisschen ernst zu bleiben, es sieht halt echt so aus wie in einer
wie mit Half-Life 1, wie hieß denn mal die Engine, ich weiß es nicht, aber mit dem Hammer-Editor mal eben was hingeklatscht, es tut mir leid. Nein, das ist der berühmte Wuppertaler Sumpf. Das ist halt nicht normales Wasser, das ist Sumpfgebiet. Wenige Leute wissen ja, dass Wuppertal die Wupper heißt ja Wupper, weil sie aus dem Boden herauswuppt. Weil es nämlich ein riesiger Sumpf ist. Wenn du das Wuppertal sagst. Wurde auf einem Sumpfgebiet gebaut. Das wiederum auf einem indianischen Friedhof liegt. Jetzt gerade habe ich ein kleines Problem und zwar. Die beiden Kinder sind ausgestiegen. Du hast zu viele Knöpfe wieder ausgemacht, glaube ich. Ja, ich kann nicht fahren, aber ich möchte gerne die Tür aufmachen, aber es geht nicht. Ich mache erstmal wieder alle Knöpfe an. Ja, das müssen ja auch Leute sehen. Meine Damen und Herren, wir haben das Elektronikproblem behoben, das Licht funktioniert doch. Aber du musst die Tür noch aufmachen. Ja, nur der Hotkey dafür. Ja, ich glaube, du musst immer erst wirklich raus mit der Kamera, damit du die Türen aufmachen kannst. Bin ich ja, nur das ist der Hotkey, den ich gerade gedrückt habe, es geht nicht. Vielleicht musst ich du muss dann noch weiter ein vorfahren, Stückchen vorfahren, nur ja. Ich kann nicht mehr fahren. Verstehst du, dass der Zug ist... Aber da ist auch noch ein Schalter aus, ne? Zwei Schalter sind sogar noch aus. Das ist der Scheibenwischer. Ach so, und der andere rechts? Ganz rechts. Neben dem roten. Oh, ich habe eine Kamera. Das Spiel wird ja immer besser. Ich kann es kaum glauben. Nee, aber auf deinem... Ich hab's geschafft. Okay, aber auf deinem Board ganz rechts ist noch ein Schalter aus. Ich kann nicht bremsen. Ich schwöre dir, ich bremse. Es tut mir so leid, Leute. Komm, nächste Haltestelle. Nächste Haltestelle ist... Faresbecker Straße. Ich schrei das nicht. Ich hab jetzt den Hebel nach vorne, jetzt kriege ich den nicht mehr nach runter gesetzt. Den linken kann ich über meinen Stick bedienen, aber den rechten nicht. Ja, wie gesagt, mach mal ganz rechts den Schalter noch hoch, den grünen. Die Hupe. Ach so, okay. Ja, ich bin halt kein professioneller Schwebebahnfahrer. So wie ich. Deswegen. Ja, ich kann jetzt schon sagen, ich kann nicht mehr bremsen, das war's. jetzt geht's wieder. Vielleicht kriegst du gleich eine Nachricht von einem Terroristen. Nee, in der Perspektive geht's dann wieder. Ach so. So, jetzt gebe ich Gas, jetzt werde ich auch später. Ich dachte, vielleicht bremsen. Kannst du nicht unter 100, 100 km/h die Stunde. km/h die Stunde vor allen Dingen. Ich bin Sandra Bullock. Das hier ist Speed 5. Jetzt werden endlich meine Träume wahr. Gibt's von Speed mehr als drei Teile tatsächlich? Nee, also ich glaube, es gibt nur drei. Der zweite war ja das mit dem Cruise Schiff. Control. Genau, und der dritte war so ein Director-DVD, oder? Ich glaube ja. Gab's überhaupt einen dritten? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich meine schon. Ah, der erste war geil. Ich habe den als Kind geliebt. Oh, jetzt ich bremse. Komm schon. Ja, das schaffst du. So, jetzt werde ich nämlich, jetzt achte mal drauf, ich werde jetzt nur meinen Vorschau-Monitor benutzen, um den Simulationsgrad zu erhöhen. Um jetzt die Türen darüber zu öffnen. Oh, es funktioniert. Du bist der Geilste. Und jetzt. Aha. Siehst du, ne? Das ist nämlich, wie gesagt, das ist so dein Ding. Da wissen direkt die Gäste. Ha! Der Jan, der lustige Schaffner, der ist wieder da. Der ist so Schabernack mit uns treibt. Oh. Wenn man die Tür macht. Aber achte mal drauf, die Gäste steigen nicht ein. Das fährt auf dem Laufband. Die sind nicht eingestiegen, hast du das gesehen? Als ich die Tür schloss, werden sie einstiegen. Das Kind ist weggelaufen. Ja. Oder weggegleitet. Jetzt ist keiner eingestiegen. Oh, aber es kommen noch neue. Die wurden woanders hingebeamt. Aber jetzt achte mal drauf, wenn die jetzt wirklich einsteigen sollten. Nach vorne gehe alle 5 Minuten. Ich glaube, das stimmt heute auch nicht mehr, ne? Warum? Wir warten ja noch keine 5 Minuten. Obwohl vielleicht, hinter uns ein Crash passiert. Ja, wollte ich gerade sagen. Vielleicht kommt dann irgendwann eine neue. Nee, die steigen nicht ein, siehst du? Wenn man die Tür mittendrin zumacht, steigt halt keiner ein. Nein, die kaufen aber noch. Die kaufen noch Tickets. Die kommen gleich. Ich sag's dir. Da siehst du? Die eine ist schon. Leute, es geht nur in eine Richtung. Wenn ihr hier fahren wollt, müsst ihr jetzt einsteigen. Die nächste Haltestelle, falls ihr es nicht wisst. Ah, warte. Jetzt? Jetzt mach ich die Tür zu? Jo, einer ist weg gewesen. Ah, siehst du? Verschwinden einfach. Und jetzt nochmal? Ah, es hat sich geklappt. Ja, ich glaube. Die Latino-Breitgang-Braut. Nee, die fährt nicht mit. Okay. Ich glaube, du musst echt immer warten. Doch, die kommt noch. Ich glaube, du musst echt immer warten, bis alle sitzen, damit die nicht wegglitschen. Ja, siehst du? Du musst warten, bis alle sitzen. Ja, komm. Ich würde sagen, wir haben lange genug gewartet. Ja, zwei mehr haben wir jetzt.
Und jetzt übrigens, ich glaube, ich habe es rausgefunden, wie es geht. Ich muss den rechten Stick drücken und dann wechsle ich von dem ich kann mich umdrehen Modus in den ich bediene den Hebel Modus. Okay. Das ist ja sogar. Ach, und wenn ich den linken Stick drücke, kann ich auch raus. Okay, alles klar. Aber so ist das Ganze ja schon irgendwie eindeutiger. Okay, weiter geht's. Also, wenn es an mir geht, drücke ich gerade Vollgas. Sind die Türen noch offen vielleicht gerade aus Versehen? Ja. Immer erst die Türen schließen, ja. Ja, hast du recht. Finde ich gut, dass diese Sicherheitsmechanik vorhanden ist, dass man die Türen geschlossen halten muss. Ja, ich hoffe ja, dass das dann auch wirklich bei der echten Schwebebahn so ist. Ja, gehe ich fest von aus. Wenn es nicht so wäre, wäre es ja keine Simulation. Gibt es im Wuppertal nicht auch so guck eine... Guck mal, wie die Wupper rum... So eine reißender Fluss. Ist das nicht die Schwebebahn? Nee, so eine wirkliche Gondel, so bei so einem... Ich meine schon. Mach mal bitte den Scheibenwischer wieder aus. Das macht mich echt kill. Kein Problem, ich weiß ja, wo der Knopf ist. Oh, ups. Ich glaube, der große rote ist der Motor. Oh, das führt eine Pipeline. Ui. Also ich frage mich schon... Das ist von der Ölraffinerie, der Wuppertaler Ölraffinerie. Hallo Thorsten, Thomas Thorsten und Lars Vogt. Ihr seid ja die Producer und auch... Ihr seid ja die Masterminds hinter Schwebebahn-Simulator. Und wir wissen ja, dass ihr dieses Video guckt, weil... Endlich macht man wieder einen Film. Wer hat dieses Spiel gekauft? ohne Scheiß, mich würde interessieren, an alle Wuppertaler da draußen, ist das doch akkurat? Weil die Straßen scheinen ja zu stimmen. Also ist die Strecke akkurat? Vorsicht, ich habe ein bisschen viel Gas gegeben. Ja. Ich finde es übrigens krass, dass es jedes Mal beim Einfahren dann doch massiv leckt. Mhm. Ne, also ich glaube ja, dass die Bahn, die wir gerade fahren, die Strecke, dass die richtig ist. Aber was hier um uns herum passiert, ja. Waage der Realität entspricht. Ja, wahrscheinlich schon. Was mich gleich interessiert, wenn wir ins Büro zurück... Es wird Video überwacht, oh ja. Mhm. Wenn wir ins Büro zurückkehren gleich, dann werde ich ja, glaube ich, sehen, wie viel Fahrgäste ich transportiert habe. Da bin ich ja schon wie mal viele gespannt. Kilometer du hinterlassen? Genau, und dann frage ich mich, was man noch so alles machen kann. Es ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass es in Wuppertal nur ein Kinderklamottengeschäft gibt mit einer Hose und einem Oberteil und dass Jungs systematisch getötet werden. Wahrscheinlich werden die nachts in einem Ritual Satan dargebracht und... alle anderen Männer sind doch dann irgendwie eingebürgert und ich weiß vielleicht, es nicht. Vielleicht wohnen in Wuppertal nur Gerudos und nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Ganz viele Ganons hier. Ja. So, wir fahren weiter. Nächster Halt. Wir haben es gerade vergessen, Philipp. Die Leute oh ja, wissen, natürlich. schönen guten Tag auf der Linie 5. Die nächste Haltestelle ist... Pestalozzi-Straße. Ausstiegen, Fahrtrichtung rechts. Ich stelle mir mal vor, das ist ein Amateursprecher, wie die dann zu Hause sitzen an ihrem Headset vor ihrem PC in ihrem Studio. Oh nein! Ich kam mir gerade vor wie einer der Menschen, die in dem allerersten Kinofilm waren, wo die Lok auf einen zugefahren ist. Oh nein, das wird nichts. Oh doch. An deinem Bremsverhalten musst du noch ein bisschen feiern. Ja. Guck mal, du wackelst gerade total. Aber ich frage mich immer, wie sitzen die dann zu Hause? Und in ihrem Studio. Und dann, Heike, gehen wir mal den Plan durch. Rolf Thomas, Viola, los geht's. Pestalozzi-Straße. Nochmal anders. Pestalozzi-Straße. Der war gut. Noch einmal zur Sicherheit. Nee, ich glaube nicht mal so, sondern sag mal eben die erste Haltestelle. Okay, Pestalozzi-Straße. Ja, genau die. Okay, haben wir. Was meintest du, Pestalozzi-Straße? Ja, genau. Ja, haben wir. So, ich würde vorschlagen, um das jetzt zu beschleunigen, ich will auch wissen, was passiert denn. Wenn ich schließe jetzt die Türen und nehmen wir mal an, Speed, der Terrorist hat sich gemeldet, in der Linie 5 in Wuppertal ist die Bombe hinterlegt. Okay. Sie dürfen nicht halten. Das heißt, ich werde jetzt bei keiner Haltestelle mehr halten. Okay. Ich weiß auch nicht, ob wir eine Runde fahren. Vielleicht kommen wir irgendwann, ich wüsste nicht. Ich könnte nicht sagen, wann wir eine Runde gefahren wären. Also ich, warte, wir können es ja an der Station checken. Stimmt, Bruch war die erste, wo wir hingefahren sind. Ja. Aber wie hieß unsere allererste, wissen wir nicht. Das weiß ich nicht. Aber Robert Daumplatz. Robert Daumplatz? Ja, irgendwie so. Robert Daumplatz. Okay. Das ist das beste Spiel der Welt, Jan. Tut mir leid. Hallo Wuppertal, wie geht's? Wir können nicht anhalten! Oh, die feedbacken sich hoch. Ja, krass. Wie
Die alten Leute nicht. Du bist über Rot gefahren. Gibt es wohl auch eine Schwebebahnpolizei, die sich dann von einer anderen, von einer anderen Strecke auf deine Strecke anklingen kann und dich dann verfolgen kann? Ich weiß es nicht, aber rechts haben sie Bauarbeitsschilder unglaublich hoch groß angebracht. Sind die für uns oder für die Fahrer? Weiß Weil die nicht. So groß sind, oder? Ja, das ist für uns. Ich steht da, ist der Scheibenwischer eigentlich in. Oh nein, es sah gerade so aus, es ist ein Glaspalast hier. Hauptbahnhof. Oh, Hauptbahnhof. Okay, da musst du aber am Hauptbahnhof musst du anhalten. Ja, den möchte ich mir mal angucken. Ich habe ja gehört, der Wuppertaler Hauptbahnhof soll wunderschön sein. Oh Gott, da sieht. Oh. Also, das ist, ich finde, das ist heftig. Guck mal, die Texturen an der Wand. Herrlich. Das ist wie gemalt, ne? Hier ist kein einziger Fahrgast. Doch, die kommen gleich. Warte mal ab. Haben wir eigentlich auf am Wuppertaler Hauptbahnhof, wissen auch die wenigsten, ja? ist der wenigste Verkehr auf der ganzen Welt. Ah, okay. Die meisten Leute gehen nämlich zu Fuß im Wuppertal. Weil die Schwebebahn so gefährlich ist. Ja, qualifizierte Schwebebahnfahrer zu Führer zu finden ist nicht so einfach. Ne? Ja, wenn man schon einen Geist einstellen muss. Ja. Das ist schlimm. Wie die Leute einfach mal rumglitschen. Das ist das Geilste, ey. Okay. Wir gehen Vollgas. Da rechts ist eine Uhr gewesen. Da. Ah, doch nicht. Oh, was steht da? Bürgermeisterhaus? Ist das Bürgermeister? Naja, rückwärts kannst du nicht. Lose. Naja, wir gehen mal Vollgas. Ich hoffe, dass vielleicht ist das unsere Anfangsstation. Ich meine, wir müssen ja irgendwann wieder aussteigen können. Ich denke, dass du einfach auf Start drücken kannst. Da stand dann zurück zur Werkstatt. Ah ja, okay. Und speichern. Ja, komm, wir gucken, fahren Sie mal. Vielleicht, wir warten, fahren, gucken nochmal, ob wir gleich Bruch kriegen. Wenn nicht, dann gehen wir zurück zur Werkstatt. Ja, und selbst wenn, ne? Also, ich bin mir sicher, dass jeder genauso gefesselt ist wie ich, der sich das gerade hier anguckt. Ja. Kann man sich mal geben, also auch jetzt rechts wieder. Also manche Leute gucken die schönsten Bahnstrecken der Welt zum Einschlafen, ne? Landgericht. Das klingt auch so, als ob es eine Nase gerade verstopft war. Landgericht. Weil so nach, ey Lars, mach mal Nase zu, merkt doch eh keiner. Merkt doch eh keiner, komm. Back auf uns, komm schon. Okay, komm, ein aus Spaß mach ich mal. Landgericht. Ja, wir können mal auch mal gucken, wie es aussieht, wenn man von außen durch den Bahnhof düst und wieder über die Wupper hinweg gleitet. Kennst du das noch, wenn man... Übrigens, in der Außenansicht kann ich nicht hupen. In der Außenansicht kannst du ja wahrscheinlich gar nichts machen, ne? Kennst du das? Geh noch mal nach außen. Völklinger Straße. Geh noch mal kurz nach außen. Kennst du das noch, als man Mass Effect 1 gespielt hat und mit der Normandy gerade in die Haltebucht angedockt hat, ja, und sich die Texturen noch so nachgeladen haben? Ja, das ist das Vorherbild, was hier gerade durch das Bild fliegt. Ohne Umgebungsgrafik. Oh, du verlierst an Speed. Und wir wissen, dass der Terrorist das nicht so gerne sieht. Achso, ich muss wieder reinspringen, um zu hören. Ja, ja. Ja, ich. Loa Brücke. Nein, anscheinend sind wir noch nicht am Ende. Wie groß ist Wuppertal, bitteschön? Also, wie viele Einwohner hat das? 100.000? 150.000? Ja, die Schwebebahn muss sich ja lohnen, ne? Ja. Loa Brücke. Loa Brücke. Loa Brücke. Loa Brücke. Willkommen im Terror-Express. Ja, die Leute sind auch schon eine Fahrtbahn am Stück hier gefangen, ne? Ja, ja, klar, die können nicht aussteigen. Und selbst wenn du anhalten würdest, aber guck mal, wie schön sich das Gras da gerade nachgeladen hat. Wahrscheinlich ist das auch nicht geplant, hier durchzudüsen. So, ich muss noch mal kurz... Übrigens, wer dieses Spiel auch besitzen möchte, es ist gerade aktuell im Wii Shop für sage und schreibe 7,99 Euro. Das ist hinterhergeschmissen. Das ist also wirklich... Also wer da nicht zuschlägt... Der hat nie mal Tassen im Schrank. Ja, ich meine, der kann sich auch nicht Gamer nennen. Nee, also ich meine, was will man mehr? Ne? Adlerbrücke. Man sagt ja Adlerbrücke. Oft, Adlerbrücke. Man streitet sich ja auch oft immer noch, ob Videospiele wirklich Kunst sind. Und Kunst hat ja eigentlich den Sinn, den Menschen in irgendeiner Form zu verändern. Oder auch einfach nur zu berühren. Ja. Ich bin fest der Meinung, dass dieses Spiel ein einzigartiges, großes Kunstwerk ist.
Denn ich habe mich schon lange nicht mehr nach einem Spiel so gut gefühlt. Ja, also da stimme ich dir zu. Ich meine, wir haben jetzt auch schon jetzt ein paar Stunden gezockt. Und ich glaube, am meisten Spaß hatte ich bislang mit dem Schwebebahn-Simulator. Und ich schäme mich nicht, das auch laut in die Welt hinaus zu rufen. So laut, wie ich rufe. Alter Marc. Also Leute, das Spiel kann man auch super zu zweit spielen, ne? Ja. Also einer kann die Hupe bedienen und die Ansagetafel. Und wir gucken mal, ob jetzt... Werther Brücke. Nein, also ich glaube, jetzt langsam ist es an Zeit, dass wir aussteigen. Und wir kehren zurück zur Werkstatt. Ich bin gespannt, ob wir jetzt in der Werkstatt vielleicht noch was... Vielleicht können wir unsere Schwebebahn tunen. Da gibst du dem Spiel zu viel Credit, glaube ich. Mal gucken, was jetzt da steht. Okay, Spielzeit 27 Minuten. 82 Passagiere für nur 40 Punkte. Ich weiß nicht, was das, ob das viel oder wenig ist. Ich bin immer noch ein Neuling. Oh, guck mal, wenn ich mich umgucke. Na, was willst du machen? Hä? Was soll das? Das ist total krank. So, übrigens, die Steuerung ist schon echt brachial hier. Das ist... Nein, das... Komm, ey. Da kann man nicht... Das ist die beste Steuerung, die du jemals gesehen hast. Da kann man nicht reingehen. Schade, man kann nicht zwischen die Gänge. Doch hier. Doch hier, ja. Oh, was hat's damit auf sich? Vielleicht findest du hier deinen leblosen Körper, den du verlassen hast als Geist. Also ich frag mich ja auch, das ist ja, hatte irgendwas mit dem Wuppertaler Marketing... Agentur zu tun. Denke ich auch. Also war das vielleicht so eine Art 3D-Simulation für irgendeine Präsentation? Dann dachte man sich, Leute, wir haben doch hier quasi eine Goldgrube. Lass uns da doch einfach mal einen Klassiker raushauen. Also, okay, man kann durch Leitern durchgehen. Ich glitsche raus, komm. Also, ich weiß ich nicht. Also, ich meine, Leute in Stadträten. Und irgendwie sind ja schon manchmal sehr komische Leute und haben mit Videospielen ja wirklich nichts am Hut und könnten vielleicht irgendwie schon Kacke herausbringen. Aber ich glaube... Da waren die Vogts schon ganz allein für verantwortlich, oder? Ich glaube wirklich, ich glaube nicht, dass irgendwie die Wuppertaler PR-Agentur gesagt hat, mach mal ein Spiel über ein Wuppertal, das nicht aussieht wie Wuppertal. Aber darüber kann man ja, wie gesagt, streiten. Ich finde der Flair... Okay, so, wie gesagt, ich weiß es ja nicht. Die Farben wurden noch gut eingefangen. Also nichts gegen Wuppertal. Ich komme auch aus einer kleineren Stadt, die aber wunderschön ist. Es ist grau, es gibt grün, es gibt die raue Wupper, die auch irgendwie so den Montag, den wir offensichtlich haben, in einem Sommermonat Juni repräsentiert. Also. Das ist ein ewiger Juni. Irgendwie ist das, so, vielleicht ist das quasi die deutsche Antwort auf... Es ist immer noch Montag, ist ja, die Frage. Ja, es ist die deutsche Antwort auf The Stanley Parable. Ne? Ihr könnt euch den Weg selbst aussuchen. Aber es ist immer noch Montag? Montag 16 ja. Uhr. Ja, ihr habt einen kranken Büroalltag. Wir waren 27 Minuten unterwegs und es ist trotzdem Montag 16 Uhr. Ich glaube, wir sind in einer Art Groundhog Day gefangen. Das ist wirklich noch mein Highlight. Jan, aber ich möchte nicht... Ich kann unsere Zuschauer nicht damit verlassen... Ohne dass wir noch eine kleine Runde gefahren sind. Nein, ich denke, zum Abschied steigen wir nochmal ein. Hier kann man ja doch nicht mehr machen, leider. Respekt an die Vogts auf jeden Fall. Die Halle ist geil. Also, ich will nochmal kurz was zu der Halle sagen. Wir haben also dieses komplett verglaste Büro mit einer Ziegelwand. Warum man das nicht an die Wand gesetzt hat, ist auch ein Rätsel für sich. Ja, damit man hinten noch hergehen kann. Aber was kann man, also, können die da hinten rausfahren? Die haben ja, ich denke mal, dass das irgendwie so eine... Das aber die, so die hängen da, ja, aber kann man das hoch... Das Ding, ich denke mal, das kann man hochfahren, oder? Doch, oder nee. Gucken, wir müssen da irgendwie gucken, wo die rausfahren können. Gibt's das Spiel auch für PC wo? Ich denke schon, wahrscheinlich bestimmt, für Wii U und PC. Dann könnten wir mal gucken, ob man nicht irgendwie einen No-Clip anbekommt und dann mal durchschwebt. Wo man dann rauskommt, meinst du? Ja. Jetzt haben wir wieder das Problem, dass es wieder eine exorbitant lange Ladezeit gibt. Verständlich. Ich meine, man kann jetzt auch nicht jede es Textur muss, es in muss ja ganz haben. Es muss ja ganz Wuppertal geladen werden. Jeder Einwohner, jedes Unique-Kleidungsstück, die Laufanimation. Jeder Moonwalk, vorwärts moonwalkende kleine Mensch. Scheiße. Aber es lädt schneller, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich musste die Wii gerade erstmal drauf klarkommen. Ja, also die Rechenleistung der Wii musste sich da ja anpassen. Ich meine, diese Wii musste schon Mario Kart spielen, Nintendo Land... NES-Spiele und jetzt kommt der Schwebebahn-Simulator und da, das,
die Wii hat sich ein bisschen auf ihren Nintendo-Lorbeeren ausgeruht. Jetzt kommt ein Spiel, was Hardware-Power, das ist Raw-Power genau. erfordert, ne? So, ja. Auf dem PC braucht ihr wahrscheinlich... Now um mal mit den 90ern zu sprechen, now you're playing with power. Ja. Auf dem PC bräuchtet ihr wahrscheinlich Triple Titan Support, ne? Also knallt euch 3 Titans rein, dann könnt es auch. Hoffentlich hat das auch mehr. Also ich will ja nicht zu viel versprechen. Support. Guck mal, jetzt kannst du mal gucken. Also L-Taste, linker Stick, rechter Stick. Ach so, wenn ich auf die L-Taste drücke, kann ich. Ich habe keine Ahnung. Allein, dass dieses Z-Tastending da oben durch ist. Ja, vor allem auch neben dem Z-Tastending links ist ja auch noch irgendwie ein. Na egal. Ich will jetzt gerade nicht zu viel versprechen, ne? Aber wo du gerade von PC rechnen hast. Wir sind ja echt da hängen geblieben, wo wir angefangen haben. Vielleicht kommen wir dann ja wirklich noch nach Bruch. Ich bin dafür, wir versuchen bis zu Bruch zu kommen. Okay. Vorher lassen wir dieses Video nicht enden. Oh nein. Übrigens, gerade kam von oben die Meldung, dass die Leitstelle mir mitteilt, ich soll bitte Fahrgäste ein- aussteigen lassen. Ganz mehr ist mein letzter Tag. Ich habe innerlich gekündigt. Sie haben die Fahrgäste nicht ein- aussteigen lassen, ihr Hund. Stimmt. Mir ist scheißegal. Was willst du machen? Also, wo du gerade von PC-Rechenpower in diesem Spiel redest. Ich möchte ja nicht zu viel versprechen. Übrigens, aber mir fällt gerade auf, ich muss gar nicht die Sticks gedrückt halten. Das Spiel fährt sich jetzt mal alleine. Achso, geil. Das ist doch praktisch. Wir müssen nur noch die Ansage hören, wissen, wann wir da sind. Jetzt wird das immer mehr wie die schönsten Bahnstrecken der Welt. Selbst für uns, nicht nur für die Zuschauer. Also WDR, wenn ihr auch mal die schönsten Bahnstrecken der Welt aus Wuppertal haben wollt, die Special Edition, meldet euch bei uns. Ja, genau. Ihr könnt euch bei uns jetzt melden. Wir wissen ja, wie man eine Schwebebahn fährt jetzt. Ja. Oh, da unten waren Menschen in diesem Durchgang. Hast du das gesehen? Ja, ja. Ich wollte. Hat sich die Leitstelle gerade auch schon gemeldet? Das ist neu, oder? Nee, das ist jetzt neu. Wahrscheinlich wissen die jetzt erst Bescheid. Oh, jetzt bist du aber langsamer geworden. Haben die mich ausgebremst? Nee, der hat auch. Ach, wenn ich einfahre, bremse ich automatisch. Ja, ich glaube auch. Ach, wenn wir eine rote Ampel überfahren, werden wir abgebremst. Beachten Sie künftig die Ampel. Das ist ja alles ganz neu. Vielleicht, weil wir jetzt nicht mehr Neulinge sind. Vielleicht sind wir jetzt fortgeschritten. Wupperfeld. Wupperfeld ist eine Station, okay. Mhm. So, ich will immer noch nicht zu viel versprechen. Ja. Aber ich würde ja fast vorschlagen, dass wir, wenn es das auch bei Steam oder so gibt, einen Head-on-Vergleich machen und auf Steam auch noch mit in Ultra den Schwebebahn-Simulator spielen. Auf jeden Fall, also ich habe auch Bock, das Spiel nochmal zu kaufen. Da freut sich der Gameboy noch, oder? Nein, ich meine, das ist doch wert, oder nicht? Das ist also ich hab Shovel Knight auch zweimal gekauft, weil es mir wert war. Ja, und ich denke, Shovel Knight vom Gameplay... Und das ist nur 8-Bit? ...vom Spaß, von der Spiellänge... Von der Grafik her. ...Abwechslung, Grafik, ist das Schwebebahn-Simulator, ich meine, spielt in seiner eigenen Liga. Ja, ich meine, das hier ist halt... Oberbarmen. Das hier ist halt bitte richtiges 3D. Oh, wir haben jetzt... Jetzt geht's wieder rückwärts. Wupperfeld. Mein Gott, das war aber gerade eine krasse Kurve, oder? Ja, also ich glaube, jetzt können wir euch dann doch mit diesen Eindrücken endlich allein lassen. Ich will das nicht. Ich will nicht aufhören. Das ist so. Ich bin wirklich sehr hypnotisiert von diesem Spiel. Also ich bin mir sicher, dass das jetzt die letzten Momente sind, nicht nur für euch, in denen ihr das Spiel seht, sondern auch für mich. Nein, ich werde das Spiel, glaube ich, nie wieder starten. Also ich weiß es nicht, vielleicht nochmal so, also wir wussten ja, was wir uns, glaube ich, da zulegen, um jetzt nochmal auf die ernsthafte Review-Schiene vielleicht nochmal, Schiene, abzugleiten. Ist das eine Schiene? Nennt man das Schiene, wenn es oben ist? Schwebetrack? Ja, doch klar, ich glaube, das ist eine Schiene. Ich finde, es wirkt vielleicht ist es so ein Studienabschlussprojekt oder so, weißt du, es ist halt einfach kein... Also, es ist ein Simulator, gut, und das ist ein Simulator, muss ja nicht unbedingt spielerische Elemente im Sinne von, ich habe jetzt irgendein Ziel, dabei gibt es ja sogar Punkte und sowas, aber dafür ist das echt, wenn es wenigstens Konsequenzen gäbe für schlechtes Handling, gut, vielleicht kriegen wir weniger Punkte oder irgendwas, aber wahrscheinlich, ja. Also wirklich einmal hin und her durch Wuppertal zu fahren und bei so unglaublich schlechter Grafik. Gut, Grafik ist ja nicht das Allerwichtigste, aber auch die Animation. Da kommt kein Simulationsfeeling auf. Nicht im Jahr 2015 bei so einer Präsentation. Guckt euch bitte dieses Wasser an. Spielt nochmal Half-Life 1 und sagt mir bitte, dass... Wobei, in Half-Life 1 hast du, glaube ich... Das sieht sogar aus. Da hast du gar kein Wasser im Standardspiel, meine ich. Spielt nochmal Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja, selbst da... Selbst da sieht das Wasser besser aus. Gut, wobei, man weiß nicht, ob der Nostalgiefaktor nicht... Nein,
Wir werden da jetzt, wir werden jetzt einen Splitscreen dahin machen und das Wasser miteinander vergleichen. Ich sage dir, wir warten jetzt, bis das nächste Wasser kommt. Und da dort hinten seht ihr jetzt auf der rechten Seite Ocarina of Time, auf der linken Seite die Wupper. Da habt ihr euren Beweis. Ja, wir wissen es jetzt noch nicht. Wahrscheinlich ist es wirklich besser in Ocarina. Aber auch wenn wir so gucken, die Text, also wobei, sie brauchen einfach mal, das Spiel ist einfach auch nicht optimiert. Ne? Mhm. Also ich glaube, die Texturen sind gar nicht so, guckt euch da hinten die Bäume an. What the fuck? Mhm. Ja, das Gras da rechts unten einfach schön. Und geradeaus ist das nichts. Nee, da kommt doch noch eine Wand. Mhm. Vielleicht sind wir auch einfach ein kurzsichtiger Geist. Ja, ich wollte nämlich gerade wieder auf den Geist zurückkommen. Ich glaube wirklich... Adlerbrücke. Ich glaube wirklich, dass wir ein verstorbener Schaffner der Schwebebahn sind. Und das ist unsere Hölle. Ach ja, das... Ja, wir müssen unser Leben lang... Und wahrscheinlich sind all die Passagiere sehen gleich aus, weil das die letzten Passagiere sind, die wir mit in den Tod gerissen haben. Als wir, vielleicht ist das zum jetzigen Zeitpunkt auch einfach ein falscher Witz, aber als wir die Schwebebahn ganz bewusst in die Wupper gesteuert haben, es tut mir leid, ich bring den Satz jetzt zu Ende. Also Leute. Okay, ja, mit einem besseren Fazit. Denk mal drüber nach. Wer weiß, was bei denen los ist. Okay, ich glaube, mit einem besseren Fazit kann man sich, glaube ich, nicht aus einer zu langen Folge, die zu spät aufgenommen wurde, verabschieden. Völklinger Straße. Wir sehen uns demnächst wieder bei... Völklinger Straße. Macht's gut und vielen Dank fürs Zugucken. Ihr seid die Besten.